In unserem Schwerpunkt Mutter Erde schauen wir uns heute an, wie viel Energie zu Hause schon gewonnen werden kann. Am Beispiel eines Hofes im Osttiroler Debandtal. Der Landwirt dort ist quasi energieautark. Mit den verbauten Sonnenkollektoren gibt es genug davon, auch wenn die Sonne oder das Netz einmal wegbleiben. Mutter Erde, bye bye CO2. Der Leitenhof auf 1300 Metern Seehöhe. Der 300 Jahre alte Hof war bis vor wenigen Jahren nur zu Fuß erreichbar. Seit es eine Straße gibt, konnte großzügig ausgebaut werden. Und was nicht fehlen durfte, sind Sonnenkollektoren, die den Hof mit elektrischem Strom versorgen. Hier hat die Zukunft begonnen, steht denn auch am Eingang. Dem guten Alten die Treue halten, an edlem Neuen sich erfreuen. Weil wir so entlegen sind im hinteren Debandtal, haben wir uns natürlich auch entschieden, dass man schaut, dass man auch ein Tag ist einmal, weil wir ja manchmal auch in den extremen Winter, wo wir gehabt haben vor 2-3 Jahren, und das ist natürlich halt super, weil man kann in den Keller runtergehen und auf Notstrombetrieb schalten und man hat im Stall und im Haus und überall Licht und Strom. Gemeinsam mit seinem Techniker hält der Nebenerwerbsbauer die PV-Anlage in Schuss. Im Keller ist die Steuerung zu finden. Warmwasser und eine Ladestation fürs E-Bike und natürlich dürfen Pufferbatterien nicht fehlen. Man ist quasi energieautark. Über das Jahr gesehen, muss man sich vorstellen, haben wir ca. 28.000 Kilowattstunden, die Photovoltaikanlagen produzieren. Die 28.000 Kilowattstunden stehen einem Verbrauch von ca. 24.000, 25.000 Kilowattstunden gegenüber. Also über das Jahr gesehen kann man sagen, man ist energieautark. Immer mehr Gerätschaften werden am Hof mit elektrischer Energie betrieben. Energie, die Sonne liefert. Natürlich gibt es Tage, an denen man am Netz hängt. Wenn der Strom aber ausbleibt, kann jederzeit auf Notstrom gestellt werden. Möglich ist es durch die spezielle Leistungselektronik, die auch ohne Netz arbeiten kann. Also Standard sind netzgeführte Photovoltaikwechselrichter. Da haben wir jetzt in dem Fall Netzwechselrichter, die nicht netzgeführt sind. Das heißt, die können selbst ein Inselnetz aufbauen und die Anlage geht dann wieder in Betrieb. Für wohlige Wärme sorgen natürlich auch die Holzöfen, auf denen immer noch täglich gekocht wird. In der modernen Wohnung des Sohnes aber sorgen jetzt Infrarotplatten für Strahlungswärme. Und das ist so eine tolle Wärme, einfach zu dem Kochlaufen dazu natürlich. Hat man auch auf dem Bauernhof, hat man ja Holz genug. Und das ist eine sehr, sehr tolle Wärme und lässt sich auch gut steuern. Auch wenn die Selbstständigkeit mit elektrischem Strom das ganze Jahr über eine rechnerische Größe ist und es Schlechtwettertage gibt, an denen man zuliefern muss. Ein erster Schritt in die Zukunft ist am Leitnerhof in Ostdorf-Debernd gelungen. Ein nächster wird wohl folgen.